Das sieht... Ist es das, was ich denke? Eine Speisekammer. Okay. Ich habe jetzt erst an was anderes gedacht. Okay, wo kann ich meine Spitzhacke upgraden? Warte mal, wo ist der überhaupt? Habe ich den schon gesehen? Ne, habe ich nicht. Okay, nice. Ich hoffe nur, die ändern das niemals mit dem Fallschaden. Meine gut, bis dahin werde ich ja eh den Gleiter haben wahrscheinlich. Working hard or hardly working. Mein Laden ist heute geschlossen. Ich habe gerade alle. Nein! So, morgen im Gemeinschaftsladen vorbei, dann reden wir. Nein! Oh Gott. Nehmen wir an, ja, du hast eine Versandtonne auf ihrem, auf deinem Grundstück. Die kannst mit zu. Sie kann mit so ziemlich allem, was du dort reinlegst, Geld verdienen. Du kannst mit so ziemlich allem. Oh mein Gott. Du kannst mit so ziemlich allem, was du dort hineinlegst, Geld verdienen. Käfer, Pilze, Gemüse, alles, was du willst. Ich habe gehört, dass einige Menschen sogar ein Vermögen mit selbst angebauten Lebensmitteln gemacht haben. Wenn du diesen Weg gehen willst, würde ich vorschlagen, ein paar Samen von mir zu kaufen. Und wenn du in der Stadt unterwegs bist, könntest du versuchen, Sachen an einen der anderen Ladenbesitzer in der Stadt zu verkaufen. Okay. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen mich um finanzielle Ratschläge bitten, sollte ich euch für meine Dienste Geld in Rechnung stellen. Ich wette, ich würde in kürzester Zeit in Münzen schwimmen. Neues Gebiet hinter dem Phönixschrein geöffnet habt. Ja. Ziemlich beeindruckend, wenn du dort zufällig glühende Steine findest, lass es mich wissen. Weil sie einen guten Preis erzielen könnten, deshalb. Siehst du, diese Dinger heißen Flusssteine. Sie werden aus den Fossilien toter magischer Pflanzen und Tiere hergestellt. Die Menschen der Antike benutzten sie, um ihre Städte mit Energie zu versorgen. Sie sind extrem mächtig und extrem wertvoll. Ja,
Ja, Stinkerort, ich habe gerade Schmerzen. Geh bitte weg. Klar, Moment mal, bitte. So. Ach, krass. Kann ich auch mit ihr gleich nochmal eben sprechen? Sie kenne ich nämlich auch noch nicht. Schön, dich kennenzulernen, Mala. Heiße Delilah. Bin die Mutter von Auni und Ayo? Der sagt mir jetzt nichts. Und die Ehefrau von Badru sagt mir, glaube ich, auch noch nichts. Außerdem die Chefin dieses Hofes, wenn ich das so sagen darf. Wenn du mal ein frisches Glas Milch oder ein paar Eier brauchst, sag mir einfach nur Bescheid. Okay. Wenn du Auni siehst, möchtest du ihm... Ach so, könntest du ihm sagen, dass er seine Schuhe im Flur vergessen hat? Schon wieder? Oh Mann, Mist, wo krieg ich das denn her? Stimmt, ich glaube, hier war ich noch gar nicht drin. Oh. Ah, okay, nice. Oha, direkt 5000. Weißt du? Versteh's nicht, es geht halt immer wieder einfach an. Hier sind Samen und alles. Ach so, nee, der verkauft ja was anderes.
Moment, wann wird das abgeholt? In 5 Minuten, okay, das geht. Ich glaube, damit kann ich leben. Ach ja. Ja, dann pflanzt noch mal einfach keinen Durst. Man kann damit nichts anfangen, ne? Oh shit, wie viel waren das? Ich glaube 3, ne? Ach so, Brett. Ah, 1-1. Okay. Das da rein, dann kann das dann da rein. Das Schmerz. Ich muss auch noch mal eben schnell einen weiteren bzw. zwei weitere Wecker einstellen, bevor ich das vergesse. Verdammt. Bin sofort wieder da.
So. Entschuldigung, hat ein bisschen länger gedauert. Ich schmeiß mir jetzt doch nochmal eine Schmerztablette rein. Macht sonst keinen Sinn, glaube ich, heute. Oh, Moment, ist das schon abgeholt jetzt? Ja. Ich gehe mir noch mal eben schnell zwei Stoff kaufen. Ich gehe das jetzt einfach kaufen, ist ja egal. Ach, scheiße, eins dahinter. Oh oh.